Herzlich willkommen, Freunde, hier in der Fitness Lounge. Und ich habe euch heute was für unseren Unterkörper vorbereitet. Also Beine und Schinken. Der Sommer kommt und die Badehose bzw. der Bikini will gefüllt sein. Man kann nicht genug davon haben. Meine Meinung. Okay, pass auf. Positionier dich erstmal ungefähr hüftgelenksbreit und dann legen wir direkt los und zwar mit Kniebeugen. Tief und hoch gehen und jeder muss natürlich auf sich selber aufpassen und für sich selber entscheiden, wie tief ihr gehen könnt. Ja? Also wenn du Knieprobleme hast und du kannst nicht so tief gehen und kannst nur hier oben die Kniebeugen machen, das ist fein, das ist völlig in Ordnung. Wenn du kannst, dann geh gerne runter auf 90 Grad und diejenigen, die sagen, ich will wirklich meinen Booty trainieren, dann kannst du selbstverständlich unter 90 Grad gehen. Das ist dann wirklich nochmal ein extra Goodie für unsere Beine und natürlich auch für unseren Popo. Aber achte mal darauf, wenn du runter gehst, also unter 90 Grad, dass du trotzdem dein Gewicht komplett auf den Fersen hältst. Du kannst es steuern, indem du die Zehenspitzen gefühlt so ein bisschen anziehst. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich drehe mich mal seitlich. Guck mal, ich ziehe meine Zehenspitzen extra an und gehe mal runter unter 90 und langsam hoch. Tempo. Tief. Und hoch gehen. Genau. Und dann müsstest du merken, dass das natürlich auf die Oberschenkel geht und dass unser Po extra arbeiten muss. Ich bleibe aber jetzt absichtlich auf 90 und ihr entscheidet eure Tiefe. Okay? Oh, ich merke schon, wie ich mehr atmen muss, weil es ja doch nicht nur für die Beine Krafttraining ist, sondern es ist natürlich auch für unser Herz-Kreislauf-System, also ausdauernd. Aber hier kommt unsere erste Variation. Nimm die Knie im Wechsel mit nach oben. Tief gehen und zieh hoch. Tief gehen und zieh hoch. Wie hoch du die Knie ziehen sollst? Na, so hoch es geht. Also zieh sie hoch und runter. Zieh sie hoch und runter. Ich mag das ganz gerne, wenn die Arme hier vorne zusammen sind. Es hat nicht wirklich eine Funktion, aber sie sind aufgeräumt. Noch einmal. Wir machen noch jede Seite einmal. Ho. Und dann bleib oben, bleib da, halten. Jetzt geht es ein bisschen um Balance. Das Gleiche machen wir vorwärts und zurück. Siehst du, wie ich schon anfange rumzueiern? Vorwärts und zurück. Vorwärts und zurück. Nutz beim Zurückgehen deinen Fuß. Drück dich zurück, tief und drück dich zurück. Es kann sein, ja, es kann sein, dass der eine oder die andere sagt, oh, das geht mir zu sehr aufs Knie, dann mach den Schritt eher kleiner bzw. nur leicht gebeugt. Aber wenn du kannst, runter damit. Tief gehen und drück dich hoch. Tief gehen und drück dich hoch. Gerne explosiv. Tief und tja, drück dich. Noch einmal, hoch damit. Wir machen noch 4. Wir machen noch 3. Wir machen noch 2. Der letzte bleibt oben, halten. Oh, halten, halten, halten. Das gleiche rückwärts. Erstmal testen. Okay, das wäre meine Schrittlänge. Und dann langsam tiefer gehen. Lande aber, guck mal, hinten nur auf den Zehenspitzen. Tief gehen und hoch. Und wenn du kannst, runter damit. Zieh hoch. Hände aufräumen. Tief. Und hoch, noch einmal, tief und hoch. Wir machen noch 4 und hoch, 3, noch 2-mal und der letzte bleibt hinten unten. Halten, atmen und dann streck mal die Arme Richtung Decke, bleib da und kleine Bewegung nach unten nachziehen. Uiuiuiui, die Oberschenkel brennen. Lass sie brennen. Burn, baby, burn. Bleib dabei. Wir machen noch 4, 3, 2. Arme zur Seite auf und dann mit einem Schubs, zack, nach vorne in die Standwaage.
halten. Ihr müsst mich jetzt nicht sehen, ihr müsst mich nur hören. Standbein beugen und strecken. Wir haben 8 Stück. Und ihr merkt, wie euer Po arbeiten muss. Nummer 3 und hoch. Nummer 4 und drück dich hoch. Nummer 5 und hoch damit. Nummer 6. Drück dich hoch. Atme, atme, atme. Der vorletzte, Nummer 7 und der letzte, Nummer 8. Ihr könnt gerne eure Pobacke nehmen und selber mal so ein bisschen massieren. Es tut einfach gut. Und vor allen Dingen, wir sind zu Hause, man sieht uns nicht, also hat du gut gemacht. Man muss sich auch selber mal belohnen. So, wir gehen weiter. Ich muss meinen Punkt suchen, damit ich für euch mittig stehe. Und dann kommen wir zum zweiten Durchgang. Wir beginnen wieder mit unseren Kniebeugen. Tief hoch. Ihr entscheidet wieder, wie tief ihr gehen sollt. Beziehungsweise wie tief ihr gehen könnt. Wenn du kannst, gerne unter 90 Grad. Und wenn dir das unangenehm ist, dann bleibst du weiter oben. Wir machen noch. Ja. Wir machen noch. Ihr könnt gerne mitzählen. 2. Wie viele noch? 1. Im Wechsel die Knie anheben. Komm. Hoch damit, tief und hoch, tief und hoch, genau. Vielleicht probierst du mal mit den Knien die Hände zu erreichen. Dann hast du auch gleich ein Ziel, wohin damit. Wir machen noch 4 Stück, noch 3-mal, noch 2-mal und der letzte, wir machen noch einen. Oben bleiben, halt, 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 halt. Wohin geht's? Vorwärts, rückwärts? Nach vorne, vorwärts und zurück. So, hier ist genau das Gleiche. Erstmal reinfühlen. Wie ist mein Bein drauf? Wie geht es meinem Knie? Wie geht es meinen Füßen? Wollen die das überhaupt? Wollen die das nicht? Muss ich sie dazu zwingen? Zum Glück. Und wenn du kannst, tiefer gehen. Mehr explosiv. Tja, tief. Tja, drück dich hoch. Nochmal. Tief. Drück dich hoch. Ohren hoch. Tief gehen und drück dich hoch. 4-mal noch. Und 3-mal noch. Zack. 2-mal noch. Oben bleiben. Halten. Halt, 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 halt. Wo lang? Erstmal testen. Das ist meine Schrittlänge. Zieh hoch. Tief gehen und hoch. Noch einmal. Tief gehen. Und dann, wenn du kannst, langsam das hintere Knie mehr und mehr beugen. Aber lande wirklich nur und ausschließlich auf den Zehenspitzen. Das ist so wichtig für eure Sprunggelenke. 4-mal noch und 3-mal noch und 2-mal Peace. Der letzte, unten bleiben, halten. Die Arme nach oben, die Hände zum Himmel. Und ein bisschen tiefer. Und zieh nach, zieh nach, zieh nach, zieh nach, zieh nach. 4-mal, 3-mal, 2-mal Arme auf und schubst dich nach vorne. Balance finden, Bauchnabel nach innen ziehen. Guck ruhig nach unten Richtung Fußboden. Es reicht, wenn du mich hörst. Wir machen 4, nee, wir machen nicht 4, wir machen 8. Achtung, beuge das Standbein. Nummer 8 und strecken. Nummer 7 und strecken. Nummer 6 und strecken. Lass den Po arbeiten. Nummer 5 und strecken. Nummer 4 und Nummer 3 und hoch. Nummer 2 und der allerletzte Nummer 1 und drück dich hoch. Lösen. Schüttel die Beine und belohne deinen Po, dass er gut gearbeitet hat. Aber wir sind noch nicht fertig. In die Squats. In die Squats. Wie fühlen sich die Beine an? Werden langsam etwas schwer, oder? Egal. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist immer irgendetwas. So, sind die Beine nicht schwer, sind die Arme schwer. So, es ist egal. Mach einfach weiter. Tief und die Knie im Wechsel. Und hoch. Noch einmal. Einmal rechts
und einmal links. Jede Seite noch einmal. Und dann nur das rechte Knie, nur rechts. Zieh hoch, nur rechts. Zieh hoch. Und jetzt guck mal, werde langsam größer, breiter mit der Bewegung, bis du so breit wirst, dass das Standbein komplett gestreckt bleibt. Du gehst tief, ziehst hoch, stütz dich gerne ab und dann öffne die Arme. Abstützen und hoch. Noch einmal, tief und hoch. Und wenn du unten bist, schieb deinen Po nach hinten und hoch. Noch einmal und hoch. Wir machen noch 4 ohne Abstützen. Popo nach hinten. 1 und 2. Nummer 3 und der letzte Nummer 4. Schließen. Tief und hoch. Wir haben noch die andere Seite. Wir haben 2 Beine. Es gibt Momente, wo man sich wünscht, man wäre schon fertig, wenn man das eine Bein gemacht hat. Aber nein, wir haben ein zweites. Gut so. Okay, pass auf. Nur die linke Seite, nur die linke Seite. Tief und hoch. Tief und hoch. Ihr erinnert euch, langsam breiter werden, bis du so breit bist, dass das Standbein gestreckt bleibt. Tief und hoch. Stütz dich ab. Tief und tief. Zieh hoch. Tief, noch 4 ohne Abstützen. 1. Schieb den Po nach hinten. 2. Schieb den Po nach hinten. 3. Po. Letzter. Und lösen. Schüttel die Beine. Ich merke meine Beine ordentlich. Und ich merke meinen Po ordentlich. Lass uns noch 2-3 Mal ein- und ausatmen. Tief ein. Und atme aus. Nochmal tief einatmen. Und atme aus. Und noch einer. Tief einatmen. Und atme aus. Ich hoffe, du hast dich mit mir wohlgefühlt. Es war mir eine Freude, mit dir zusammen trainieren. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüssi.